Herzlich willkommen, meine lieben Freunde der gepflegten Resident Evil 4 Unterhaltung. Wir spielen heute dieses wunderbare Spiel Resident Evil 4 zum letzten Mal. Für die Wii und so weiter und so fort. Ja, es ist tatsächlich zum letzten Mal, weil ich habe so ziemlich alles in diesem Spiel jetzt gezeigt, was man zeigen konnte. Also ich habe einmal mit euch das Hauptspiel durchgespielt, dann bin ich mit euch Assignment Ada durchgegangen, die Bonusmission mit Ada, dann habe ich Separate Ways mit euch gespielt, eine weitere Bonusmission mit Ada und jetzt zum Schluss zeige ich euch den Mercenaries-Modus, der es ja auch in die deutsche Version nicht geschafft hat, genauso wie Assignment Ada. Und wie gesagt, das werden wir uns gleich angucken und wird sehr schön werden. Zu Beginn will ich jetzt allerdings noch ein paar Sachen kurz vorlesen, damit ich, keine Ahnung, so ein ganz kleines bisschen beruhigt bin und vielleicht sagen kann, juhu, in meinem Let's Play ist so ziemlich jede Hintergrundinformation über dieses Spiel enthalten, die es so gibt. Keine Ahnung. Ich will noch mal ganz kurz auflisten, was man jetzt tatsächlich in diesem Spiel alles so freischalten kann. Ich zeige euch den ganzen Quatsch zwar, aber dann ist man hinterher dann ja trotzdem nicht schlauer. Also wann bekommt man die ganzen Sachen eigentlich? Ist relativ einfach. Zunächst einmal, das, was wir hier übrigens sehen, ist schon ein alternativer Titelbildschirm. Den bekommt man, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat. Also ich kann mich offen gesagt eigentlich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie der normale Titelbildschirm aussah, weil ich kenne das Spiel nur noch so. Aber gut, ist egal. Dann gibt es natürlich die Kostüme von Leon und Ashley und auf einem gewissen Wege auch Ada. Die kann man sich ja zu Beginn, wenn man das Spiel, ja, wenn man das Hauptspiel spielt, kann man sich Kostüme ja aussuchen, sofern man das Hauptspiel mindestens einmal vorher durchgespielt hat. Dann hat man nämlich die Wahl zwischen dem normalen Outfit und dem Spezialoutfit 1. Und wenn man dann noch einmal Separate Ways durchgespielt hat, dann hat man auch noch die Auswahl zwischen normal, Spezialoutfit 1 und Spezialoutfit 2. So, was gibt's noch? Wenn man das Hauptspiel einmal durchgespielt hat, dann kommen natürlich diese ganzen Sachen dazu. Separate Ways, Assignment Ada und The Mercenaries. Assignment Ada und The Mercenaries allerdings nur, wenn ihr nicht die deutsche Version habt, das jetzt nur noch mal so ganz kurz, den unbegrenzten Raketenwerfer, also beziehungsweise den Raketenwerfer mit unendlich viel Schuss, kann man sich kaufen, nachdem man das Hauptspiel mindestens einmal beendet hat. Die Chicago Typewriter kann man sich kaufen, wenn man Separate Ways mindestens einmal beendet hat. Die Handkanone, die ich euch auch einmal gezeigt habe, also die beste Magnum gewissermaßen im Spiel, bekommt man, wenn man in allen fünf Mercenaries-Gebieten einen 5-Sterne-Rang erreicht. Ziemlich herausfordernd, da kann man eine Weile dran sitzen und ich, ja, keine Ahnung, ich war glaube ich auch zwei volle Nachmittage damit beschäftigt mit dem Kumpel, bis wir das hatten und es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also die Handkanone macht ja auch in jedem Falle sehr viel Spaß. So, was gibt's noch? Die Matilda, was ich euch auch noch gezeigt habe, ist ebenfalls nach einmaligem Durchspielen des Hauptspiels erhältlich. Dann diese ganzen Filmbrowser auch nach einmaligem Durchspielen. Adas Bericht, nachdem man Separate Ways durchgespielt hat. Den Profi-Modus, wenn man das Hauptspiel mindestens auf dem Schwierigkeitsgrad normal durchgespielt hat, dann ach ja, genau. Und das Letzte, was man noch bekommen kann, ist ja, eine Laserkanone gewissermaßen. Die hätte ich euch auch ganz gerne mal gezeigt. Der Haken an der Sache ist nur, um die Laserkanone zu bekommen, muss man das Hauptspiel tatsächlich einmal auf Profi durchgespielt haben. Was ich selber noch nie geschafft habe, beziehungsweise noch nie gemacht habe. Ich hab mich noch nie an den Profi-Modus gesetzt. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht würde ich es irgendwann mal schaffen, wenn ich mich dahinter klemme, das dann zu machen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Die Waffe soll jedenfalls relativ lustig sein, weil sie entzieht praktisch gesehen der Ganados diesen, ja, dieses Plagas-Wesen in ihrem Inneren, also beziehungsweise diese Plagas, ich will nicht Viren sagen, aber mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Jedenfalls, nein, ich will nicht laden. Ich habe mich verdrückt. Moment, ohne Laden beenden. Wenn man den Laser einmal auf den Ganado draufschießt, dann ist der Plagas zerstört und dann geben auch die Ganados den Geist auf. Also eine unglaublich mächtige Waffe und ja, kann man sich, wenn man Lust dazu hat, mein Gott, dann soll man es eben auf den Profi-Modus holen und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich extrem lang gelabert. Wie lange eigentlich schon? Moment, jetzt gucke ich ganz kurz mal nach, weil es mich interessiert. Oh ja, knapp 4 Minuten. Ich habe 4 Minuten eures Lebens damit verschwendet, euch zu erzählen, was man in Resident Evil 4 nochmal alles freischalten kann. Ich hoffe, das war einigermaßen korrekt tatsächlich und ich habe nichts vergessen. Wenn doch, dann schreibt es in die Kommentare. So, Mercenaries. Das hier ist ein gut ausgefüllter Titelbildschirm von diesem Spielmodus. Normalerweise sieht man diese ganzen Figuren zu Beginn nicht, sondern man sieht dann eben nur diesen Ausschnitt von Leon. Die anderen vier, das sind eigentlich noch Fragezeichen. Deswegen vergesst die anderen vier jetzt an der Stelle ganz einfach mal. So, Spieler auswählen. Ja gut, und man kann eben zu Beginn, wenn man das erste Mal in diesen Modus reingeht, kann man auch nur Leon tatsächlich auswählen. Und deswegen gehen wir jetzt, wir nehmen jetzt auch einfach mal Leon an der Stelle. Und ja,
Was kann man jetzt hier in Mercenaries machen? Ihr seht, wir haben vier Maps zur Auswahl gewissermaßen, vier Level. Einmal eben das Dorf, dann eben ein Abschnitt in der Burg, dann noch, gute Frage, wo auch immer das ist, und ein Hafen. Also das müsste auf der Insel sein, aber die beiden Gebiete hier, die sind glaube ich neu, beziehungsweise die gibt es im Hauptspiel halt nicht. Das hier oben, das sind halt Abwandlungen von den Gebieten im Hauptspiel und die hier unten sind tatsächlich neu. So, wie dem auch sei, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen logischerweise in den ersten Abschnitt jetzt einfach mal rein mit Leon in das Dorf. So, und im Dorf können wir total lustige Dinge machen. Ich glaube, am Anfang wird uns noch einigermaßen erklärt, was wir machen müssen. Ich weiß nicht genau. Mal gucken. So viele Ganados wie möglich eliminieren, bevor der Evac-Hubschrauber kommt. Der Evakuierungshubschrauber, ja. Mehrere Tötungen direkt hintereinander bringen mehr Punkte ein. Coole Sache! So, Mission Start gewissermaßen. So, okay. Ja gut, man sollte vielleicht auch auf die Typen tatsächlich drauf schießen. Das wäre irgendwie ganz witzig und nett. So, es geht jetzt also in diesem Modus tatsächlich gesehen... Na toll, oh. Es geht hier jetzt einzig und allein nur darum, so viele Ganados wie möglich zu erledigen. Und wir haben dafür nur eine begrenzte... begrenzte Zeit zur Verfügung. Also dort oben links läuft der Timer, wie ihr seht. Und wir müssen jetzt eben versuchen, irgendwie... Ja. Möglichst auch Kombos zu erzielen. Das heißt, so viele Feinde wie möglich hintereinander auszuschalten. Und ihr seht oben rechts, der Kombometer, der hat schon geblinkt. Das heißt, er wollte eigentlich nicht mehr mitmachen. Und eigentlich sollte ich hier jetzt abhauen. Das wäre ganz gut. 5 in a row. So, 7 in a row. Okay, schön. Und jetzt kommen hier immer mehr und mehr, immer mehr und immer mehr. Und ja, ich sollte, wie gesagt, eigentlich ganz schnell machen und ganz viele Leute hier töten. Und nebenbei am besten noch so Munition und so weiter einsammeln, damit ich hier nicht vorzeitig die Biege mache. Ich mache das hier ein ganz kleines bisschen suboptimal tatsächlich. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil ich nicht so wirklich in Übung bin. Aua. Gut, okay. Wir machen es natürlich nochmal. Also das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. So, wie gesagt, am Anfang, man sitzt wirklich eine Weile daran, bis man das System so einigermaßen raus hat. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, tatsächlich... Ja, es gibt auch noch verschiedene Startpunkte. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, die Maps so einigermaßen tatsächlich zu kennen. So, hier hinten ging es im Hauptspiel eigentlich, glaube ich, gar nicht lang. Ja, die Dinger haben sich auch ein ganz kleines bisschen verändert. Da zum Beispiel, dieses Fenster hat im Hauptspiel gar nicht existiert. Und hier habe ich jetzt 90 Sekunden erhalten. Ja, Bonuszeit kann man in Level natürlich auch finden. Öffnen, Bonuszeit nochmal, zack. Ups, war jetzt ein bisschen doof, dass ich diese Bonuszeit tatsächlich eingesammelt habe, weil das hätte sich... Also ich hätte Bonuspunkte bekommen, wenn ich noch ein paar Kills in der Reihe praktisch gesehen gehabt hätte. Aber hatte ich jetzt eben nicht, deswegen war das doof. So, okay. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Ganz viele Gegner wollen irgendwie was von mir. Bonus, Bonus, zack, zack, zack. So, ja, nein, vielleicht. Eigentlich könnte ich jetzt schon wieder zum Gewehr wechseln. So, und Leon hat natürlich auch eine fest vorgegebene... Eine Ausrüstung in dem Falle, also eben die Pistole und das Gewehr. Und das verändert sich auch nicht und man muss, wenn man eben andere Ausrüstung haben will, dann eben zusehen, dass man irgendwie in den Gebieten hier was findet. Was jetzt auch mehr oder weniger tatsächlich leicht ist. So, das ist ja... Naja, geht, geht, geht. 8 in a row. 9 in a row. Yeah. Ja, 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 ja. Okay, dem ist jetzt wieder ein Tentakel gewachsen. Das ist schlecht. Jetzt muss ich zusehen, dass irgendwie vielleicht einer von euch noch stirbt. Nein, okay, jetzt habe ich natürlich Punkte bekommen. Jetzt habe ich die ganzen Punkte gut geschrieben bekommen, weil, au, der Kombometer praktisch gesehen jetzt leer war. Also, ups, das Spiel hatte keinen Bock mehr auf mich zu warten, bis ich mal wieder einen Gegner ausschalten konnte. Und deswegen wurde der Kombozähler dann irgendwie wieder auf Null gestellt. Und jetzt muss ich eben von vorne anfangen. Und so weiter und so weiter. Ich merke, es ist irgendwie ein ganz kleines bisschen schwierig, den Kram zu erklären, während man nebenbei eigentlich versuchen will, mehr oder weniger schön zu spielen, beziehungsweise allgemein wäre es schon schön, wenn ich überleben würde. Ach ja, genau. Und nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise nach einer gewissen Punktzahl, in dem Fall glaube ich, weil ich die 10.000 jetzt erreicht habe, kommen dann auch auf den Maps Bossgegner. In dem Fall zum Beispiel hier im Dorf kommen die Bella Sisters und machen einem hier das Leben schwer. Jetzt ist es natürlich so, wenn man es schafft, die Bella Sisters auszuschalten, das soll ja von Zeit zu Zeit auch tatsächlich mal vorkommen, dass einem das so einigermaßen gelingt. Dann bekommt man ja noch mehr Bonuspunkte tatsächlich.
weil, ja, die Gegner sind halt schwer und dann denkt sich das Spiel, jo, dann muss man den Spieler doch auch ein bisschen belohnen. Und das finde ich auch sehr schön und deswegen probieren wir das Ganze jetzt auch einfach mal aus. Ups, wenn wir schon mal dabei sind, so zack, zack, jetzt kommen sie natürlich von hinten und machen irgendwelche Sachen und sind böse zu mir. Und jetzt habe ich eine Bella Sister, glaube ich, erledigt. Jo, das gab aber satt Punkte. Jetzt seht ihr schon oben links 24.000. Ich glaube, ich bin mir unschlüssig, wie viele Punkte man tatsächlich braucht, um... explodiert er nicht? Er explodiert natürlich nicht. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich glaube, man braucht... ja, wie viele Punkte kann man brauchen? 30.000? Ne, 30.000 ist zu wenig. Entweder, naja, 40.000 oder vielleicht auch 50.000. Ich glaube, genau, das richtet sich wahrscheinlich... also ist, man kann ja 5 Sterne insgesamt pro Map erringen. Und ich glaube, das geht nach 10.000er Schritten. Da. Ich glaube, das war Kettensägen-Tussi, oder? Ja, natürlich war das Kettensägen-Tussi. Oh Gott. Das geht nach 10.000er Schritten. Also nach 10.000 Gegnern bekommt man 1 Stern, nach 20.000 dann eben 2 Sterne und nach 30.000 3 Sterne und so weiter. Und wenn man 5 Sterne tatsächlich haben will, was ja essentiell ist, wenn man die Handkanone im Hauptspiel haben will, dann muss man unglaubliche 50.000 Punkte pro Map gewinnen. Und das ist tatsächlich ein ganz kleines bisschen schwierig. So, Mission End war jetzt mehr oder weniger optimal tatsächlich. Dort sieht man eine Höchstpunktzahl, die ich tatsächlich mal aufgestellt habe. Allerdings mit einem anderen Charakter. Und jetzt habe ich ja doch einen 4-Sterne-Rang bekommen. Also geht's auch nicht nach 10.000er Schritten. Na gut, 4-Sterne-Rang wäre in dem Fall jetzt aber schon mal ausreichend, um etwas anderes freizuschalten, nämlich einen neuen Charakter.